der frühere Ministerpräsident. Bitte? Wie teuer war das Gutachten? Das geht sich überhaupt nichts an. Erwin Sellering will sich durchsetzen. Er ist ja Leiter der umstrittenen Klimaschutzstiftung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und er will diese nicht auflösen, sondern er will sie fortsetzen, auch wenn der Landtag und die Landesregierung dagegen sind. In diese Stiftung flossen maßgeblich Gelder von Nord Stream 2-Betreiber Gazprom. 20 Millionen Euro vom russischen Staatskonzern. Erwin Sellering erwehrt sich gegen die Auflösung. Erwin Sellering ist immer für eine Überraschung gut, so auch heute. Dicht an seiner Seite eine von ihm beauftragte Juristin, die sich in Sachen Stiftungsrecht bestens auskennt. Katharina Uffmann, Professorin an der Uni Bochum. Sie hat im Auftrag der Stiftung für Klima- und Umweltschutz ein Gutachten erstellt. Frage: Kann die Stiftung aufgelöst werden, so wie es Ministerpräsidentin Schwesig von Sellering gefordert hat? Die Stiftung kann als Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, in dessen Folge der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, der seitens der Stiftung eingestellt wurde, nicht aufgelöst werden. Weil die Hauptaufgabe der Stiftung, nämlich der Klima- und Umweltschutz, noch vorhanden sei. Erwin Sellering findet das gut. Damit ist für uns als Stiftung eine Auflösung vom Tisch. Wir müssen ganz klar sagen, schon rechtlich einfach nicht möglich. Aber, und das will ich auch mal ganz deutlich sagen, wir halten außerdem für falsch, damit aufzuhören, jetzt in der Zivilgesellschaft das, was wir tun, für Klimaschutz zu werben und zu unterstützen. Ob die Auflösung damit wirklich endgültig vom Tisch ist, unklar. Die Landesregierung wartet auf ein anderes Gutachten, eines, das nicht von Sellering in Auftrag gegeben wurde. Und das alles macht die Landtagsopposition irgendwie ratlos. Also es zeigt definitiv eine Führungsschwäche seitens der Staatskanzlei. Es war anders verabredet, es war ein Gutachten gemeinsam verabredet. Warum es jetzt ein zweites gibt, woher die Mittel kommen, wirft wieder neue Fragen auf. Und wir brauchen jetzt Klarheit, wir brauchen Führungsverhalten von Manuela Schwesig und nicht irgendwelche nicht gleichlautenden Gutachten, die nachher gegeneinander vorgehalten werden und wo wir in der rechtlichen Beurteilung nicht weiterkommen. Bleibt die Frage auf der Sellering-Pressekonferenz, was hat das vom Stiftungsvorstand beauftragte Gutachten eigentlich gekostet? Vorbewahren. Bitte? Wie teuer war das Gutachten? Das geht sich überhaupt nichts an. So, schade. Natürlich geht uns das was an. Nein, da geht sich überhaupt nichts an. Sie sind eine landeseigene Stiftung. Was bin ich für eine Stiftung? Sie sind eine landeseigene Stiftung, gefördert. Oh, jetzt habe ich da hab ich einen Steuerrechtler und da habe ich einen Stiftungsrechtler. Wie auch immer, so richtig Lust auf Auskunft hatte Erwin Sellering heute nicht. Dass er Ministerpräsidentin Schwesig mit seiner Ablehnung, die Stiftung aufzulösen, derzeit einen Bärendienst erweist, verneint Sellering. Sein Verhältnis zu Manuela Schwesig sei übrigens ungebrochen gut, sagt der frühere Ministerpräsident. Das geht sich überhaupt nichts an.